Erinnert ihr euch noch an den Abhörskandal bei der NSA im Jahr 2013? Oder an das politische Beben in mehreren Dutzend Ländern aufgrund der sogenannten Panama Papers? Was ich euch jetzt frage, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wisst ihr, warum ihr euch überhaupt noch daran erinnert? Diese Informationen kamen nicht von ungefähr, sie sind veröffentlicht worden. Und zwar von den sogenannten Whistleblowern Edward Snowden und John Doe, wie letzterer sich selbst bezeichnete. Am vergangenen Dienstag wurde nun eine EU-Richtlinie beschlossen, die solche Hinweisgeber in Zukunft europaweit besser schützen soll. Was damit auf sich hat und warum Deutschland keine gute Figur macht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Durch ihr Insiderwissen sind Whistleblower in der Lage, Missstände aufzudecken. Sie erzählen von Ungerechtigkeiten, die ohne sie nie das Licht der Welt erblicken würden. Damit setzen sie sich aber natürlich auch einem großen Risiko aus. Die einen fürchten um ihren Arbeitsplatz, die anderen das Gefängnis, manche sogar den Tod. Edward Snowden bezahlte seinerzeit mit seinem alltäglichen Leben in den USA dafür und lebt Stand jetzt noch in Russland. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nur ungern wegen Landesverrats angeklagt werden, nur weil ich schmutzige Geschäfte von Politikern aufgedeckt habe. Oder sagen wir wegen des Verrats von Betriebsgeheimnissen. Um damit aufzuräumen, haben sich die Unterhändler der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments am vergangenen Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt. Federführend für die deutschen Verhandlungen war dabei übrigens Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD. Das Ziel? Ein Gesetz, das Whistleblower in Unternehmen besser schützt. Denn momentan ist eine Meldung vor allem für den Hinweisgeber riskant, nicht aber für den gemeldeten Konzern. Der nun geplante Schutz greift für Whistleblower bei Verstößen von Unternehmen gegen europäisches Recht. Das gilt für Datenschutzdelikte, Steuerbetrug und viele weitere Vergehen. Der größte Streitpunkt waren die Meldekanäle, also auf welchem Weg man über solche Missstände informieren darf. Deutschland und Frankreich beispielsweise bevorzugen ein dreistufiges Meldesystem. Erst sollte der betroffene Betrieb informiert werden, 3 Monate später die Staatsanwaltschaft und weitere 3 Monate später erst die Öffentlichkeit, wenn sich vorher nichts getan hat. Moment mal. Erst sollen Missstände oder kriminelle Machenschaften dem Unternehmen gemeldet werden, von dem sie begangen worden sind? Und dann soll diesem Unternehmen auch noch so viel Zeit eingeräumt werden, bevor die Öffentlichkeit davon erfährt? Die Bundesregierung und die Europäische Kommission argumentieren, man wolle dadurch böswilliges Whistleblowing verhindern. Man könne Unternehmen großen Schaden zufügen, besonders wenn es sich um eine falsche Anschuldigung handelt. Genau das soll durch die erste Meldestelle im Unternehmen verhindert werden. Das Europäische Parlament hielt dagegen. Wenn es sich um kriminelle Vergehen der Unternehmen handelt, dann seien die Whistleblower bei dieser Reihenfolge einem großen Risiko ausgesetzt. Das hemmt die Bereitschaft enorm, beispielsweise Steuerbetrug zu melden. Und es vergeht sehr viel Zeit, bis die Angeklagten überhaupt zur Rechenschaft gezogen werden können. Aufgrund dieser unterschiedlichen Positionen wurde so lange über die neue Richtlinie diskutiert. Wir können aber erstmal aufatmen. Bei den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten blieb das Parlament standhaft und setzte sich für mehr Freiheit der Whistleblower durch. Bestehen nun berechtigte Gründe für den Hinweisgeber, kann er das Stufenmodell überspringen und sich direkt an die Öffentlichkeit oder ein EU-Organ wenden. Etwa wenn ihm Vergeltungsmaßnahmen drohen, Behörden mit dem Unternehmen zusammenarbeiten oder unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit besteht. Whistleblower sollen außerdem rechtlichen Schutz vor Entlassung, Degradierung und Einschüchterung genießen. Auch sollen die Unterstützer von Hinweisgebern besser geschützt werden. Für die Unternehmen ist es jetzt von Vorteil, die internen Meldekanäle anonym und sicher zu gestalten. Nur so werden die Whistleblower motiviert, sich nicht sofort an die Öffentlichkeit zu wenden. Was ja eigentlich im Interesse aller wäre. Diese Vereinbarung muss jetzt nur noch von EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden. Das gilt aber als Formalität. So, und ihr dachtet, der Kuchen ist damit gegessen? Falsch, denn der Entwurf muss erst noch in nationales Recht umgewandelt werden. Und wie sehr man da herumdrucksen kann, zeigt ein anderes Beispiel. Es geht um eine Richtlinie der EU gegen Industriespionage. Auch in dem Fall kümmert sich unsere Justizministerin Katharina Barley um die nationale Umsetzung. Die Richtlinie soll Betriebsgeheimnisse besser schützen und wurde bereits im Jahr 2016 von der EU verabschiedet. Eigentlich sollte sie dann bis zum Juni 2018 in nationales Recht umgewandelt werden. Im Vergleich zur europäischen Version fehlte in der geplanten deutschen Fassung aber ein wichtiger Punkt: die Ausnahmeregelung für Whistleblower und Journalisten. Richtig gehört, der Gesetzentwurf von Katharina Barley enthielt eben keine solche Ausnahmeregel beim Schutz von Betriebsgeheimnissen.
Und erst nachdem der Entwurf im April 2018 von der Plattform Netzpolitik.org geleakt worden war, wurde er parteiübergreifend kritisiert. Der Korrektivreporter Jonathan Sachse äußerte gegenüber Detektor FM die Befürchtung, es könnten mehr strafrechtliche Konsequenzen für Journalisten folgen, wenn diese über Betriebsinterner berichten. Man lande zwar nicht gleich im Gefängnis, kann aber auch nicht mehr die Sicherheit von Informanten garantieren. Er und viele weitere Journalisten fürchten daher einen Eingriff in die Pressefreiheit. Auf den letzten Drücker haben die Unterhändler der Großen Koalition daher einen Änderungsantrag für den Gesetzentwurf eingereicht. Und wir können erneut aufatmen, dieser wurde in einer Abstimmung mit einer Mehrheit angenommen und die vom Justizministerium eingereichte Fassung um wichtige Punkte ergänzt. Etwa, dass Journalisten vor Gericht weiterhin ihre Informanten nicht preisgeben müssen und über Firmeninterne berichten dürfen, ohne als Rechtsverletzer zu gelten. Stellt sich aber immer noch die Frage, warum Katharina Barley und ihr Justizministerium trotz massiver Kritik an dem Entwurf festgehalten haben. Schließlich hätte sie genug Zeit gehabt, um gewisse Stellschrauben nochmal nachzuziehen. Zusammengefasst kann man sagen, dass der bessere Schutz von Whistleblowern eine gute Sache ist. Es muss gewährleistet werden, dass sie für gewisse Veröffentlichungen nicht im Gefängnis landen oder ihren Job verlieren. Nur dann werden einige mutig genug sein, weiterhin die Öffentlichkeit zu informieren. Und bedenkt man das Ausmaß der Panama Papers oder des NSA-Skandals, dann sind Whistleblower eine Bereicherung für unser Gemeinwohl. Jedoch sollten wir genau auf die Umwandlung dieser Richtlinie in nationales Recht schauen. Immerhin hat Barley hier beim letzten Mal richtig gepatzt. Findet ihr denn überhaupt, dass der Schutz von Whistleblowern aufgebessert werden muss oder sind die eurer Meinung nach schon gut genug geschützt? Und wie weit darf der Schutz von Whistleblowern und Journalisten überhaupt gehen? Lasst uns all das gerne in den Kommentaren wissen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und damit bis zum nächsten Mal.